Anfall. Aber das ist mir. Ich bin auf einer Wohnmobilmesse, Leute. Yeah! Und was? Gibt es hier auch eine Dusche? Oh! Leute! Guckt euch das an. Hä? Und ein Klo! Aber es ist eindeutig zu kalt heute. Ja. Das sieht ja sehr gemütlich aus. Kann man sich hier einschließen lassen? Wie geht der Schrank auf? Ach so. Was haben wir hier? Kühlschrank. Wie geht der auf? Genau so. Auch so mit Drücken, glaube ich. Ah! Ah! Will nicht, ist eingefroren. Ich muss dann aufgehen. Der geht aber wirklich nie auf. Soll ich mal gucken? Guck du mal. Haha. Naja. Irgendwie. Sollte mal zulassen, besser. Ja, vielleicht denkst du auch. Ich denke, du kleiner Hand, ne? Genau. Spaß. Danke gleichfalls. Hui! Was für eine Aussicht! Mir zu groß, Leute. Ist mir eindeutig zu groß. Sind das 5 oder 4 Sterne? Ey, da brauche ich einen LKW-Führerschein. Da komme ich nicht mit. Aber gucken kostet ja nichts, ne? Hallo, Luxusauto. Luxuswohnmobil. Oh. Krasse Grusche. Oh, was ist denn wahr, Leute? Was für eine Dusche. Oh, 5-Sterne-Bett. Oh, hier kannst du sogar zumachen noch. Und hier, oh, das ist so kalt, Leute. Meine Hände, die, guck mal hier, die frieren schon ein. So kalt draußen. Aber ich wollte euch ja was präsentieren. Guck mal, und das ist bestimmt das Klo. Hallo, hier ist die Toilette. Das ist 5 Sterne. 5 Sterne Wohnmobil. 5 Sterne Dusche. Ach, habe ich ja schon gezeigt, ne? 5 Sterne. Da darfst du gar nicht drauf kochen. Da kann man sogar hier schlafen. So hinlegen, das ist ein schönes Wohnzimmer. Da oben haben sie ja noch ein Bett. Naja. Gibt schon einiges. Und hier ist es das gleiche im Kleiner, glaube ich. Ja, ist ein bisschen kleiner, ist billiger. Guck. Auch 5 Sterne. Mir wird kalt. Gibt's auch mal was für mich? Boah. Ich bin auf einer falschen Messe gelandet, Leute. Die Preise sind erstens sehr hoch und zweitens, das sind ja alles neuwertige Wohnmobile hier, ja. Aber, ach, guck mal hier. Jetzt kannst du von innen und außen abschließen. Für was soll das gut sein?
frage ich mich gerade. Also das auf jeden Fall hier. Und dann geht die Dusche hier. Oh, es ist festgemacht. Ja, aber sonst kann man das dann hier zumachen, so irgendwie. Ne? So. Sehr schön. Und vielleicht ist das Schloss zum Abschließen auch da. Wenn man mit Kindern fährt, kann man dann die Kinder wieder aussperren. Keine Ahnung warum. Also ich meine, ich habe gerade gedacht, vielleicht ist hier noch irgendwas, wovon ich noch nichts weiß. Leider haben sie noch nichts Essbares hier gelassen. Der gefällt mir sehr, aber ist nicht das, was ich suche, Leute. Es ist nicht das, was ich suche. Vielleicht finde ich noch was Schönes. Also ich meine, das ist ja schon schön genug. Oh, guck mal hier, sogar mit Flachbildschirm. Man kann sogar hier sitzen und am Fernsehen gucken. Was für eine Aussicht. Kalt. Sie hätten ja überall mal die Heizung anmachen können von den Autos hier. Ich meine von den Wohnmobilen. Ach, Schatz, guck mal, Leute. Das ist das gleiche System wie in den anderen. Also du kannst dich hier nicht einschließen. Und auch eigentlich die gleiche Dusche. Ist nur irgendwie, glaube ich, ein anderes oder gleiche Modell. Glaube ich, das ist das gleiche Modell, ne? Das ist das gleiche Modell. Nur in, ja, das gleiche Modell. Hätte man auch draußen bleiben können. Ist also das gleiche wie da vorne. Zweimal dasselbe. Hier kommt ein anderes. Juhu. Schon drin. Nein. Oh! Okay, ich komme gleich wieder. Sascha. Aufpassen, nicht raus. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ach, das ist noch eine Nummer größer. Ah, das ist mir zu groß. Guck mal. Oh, Leute. Ah, mir wird ganz kalt. Ich habe gleich keine Hände mehr. Und es ist auch teurer. Huch. Könnt ihr alles erkennen? Oh. Länge 3,850 Kilogramm. Das ist auch noch zu groß. Ich brauche 3,5, meine ich. 3,5 reicht mir, Leute. 3,5 Tonnen. Hier, das ist meiner. Zumindest von der Kilozahl. Oh, Leute. Ehrlich, das ist so schade. Ich hätte mir alle Schuhe mitnehmen sollen. Ich habe keine Finger mehr. Guck mal hier. Das ist es. Ha! Das ist es wirklich, Leute. Hoch. Oh. 2020, Leute. Merkt euch dieses Wohnmobil. Vielleicht habe ich das dann. Guck mal hier. Aber irgendwie ist die Dusche, also ich meine, das ist mir zu dunkel. Und eine Dusche gibt es hier übrigens auch. Ne, aber da muss man dann das jetzt aufmachen hier. Und die ist dann, glaube ich, hier hinter. Ne, Quatsch. Das ist also der Duschkopf. Der kommt hier oben dran. Und dann wird das hier so abgemacht. Und dann, natürlich, ich will das jetzt nicht machen, weil ich habe wirklich meine Finger, die frieren hier gerade ab, Leute. Das ist echt furchtbar. Ich gehe auch gleich mal in die Halle gucken. Die haben auch eine Halle hier. Und hier, wo ist denn die Leiter? Wie kommt man denn da hoch, Leute? Naja, ist egal. Ich würde ja auch, ist ja nicht meine, aber wenn, dann würde ich auch von da nach da springen. Ach, die Leiter, die liegt da oben. Guck mal, da liegt die Leiter. Aber ich will jetzt auch nicht da hoch, aber hier kann man so gucken, ne? So. Und ich denke mal, oh, guck mal hier, Anschlaggurt, guck mal. Aber wo ist denn das richtige Ding?
Wahrscheinlich dahinter. Hier kann man also noch ein paar Leute mehr mitfahren. Und da. Da drunter ist wahrscheinlich auch noch Platz. Keine Ahnung. Aber hier. Hier ist auch Platz noch. Und dann ist hier Platz und da Platz. Ja, wird schon werden. Oh, meine Finger. Ich gehe jetzt, hau ab jetzt. Das ist mir zu viel hier. Auf jeden Fall bin ich auf einer Wohnmobilmesse, Leute. Ich schneide das einfach nachher zusammen. Oh, oh, guck mal, das steht sogar am Wohnwagen. Das ist mir zu blöd. Ah. Hier ist keiner drin. Ah, wir können noch weiter filmen. Oh, hier gibt es wieder ein Hochbett. Hier gibt es wieder oben mein Bett, Leute. Yeah. Hier gibt es wieder ein oben Bett. Hoi. Und hier können auch noch zwei mitfahren. Und hier ist, der ist lang, Leute. Irgendwie ist der länger als sonst. Und hier können auch noch welche schlafen. Wow. Ich gehe ab, Leute. Nee, geht ja gar nicht. Das ist doch wundervoll. Mama mia. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal mit den anderen rein. Ich mach da. Eine Dusche! Hi, Leute! Und das ist auch ganz lustig hier. Sag mal, kann man das wegschieben? Wie soll man denn hier auf Toilette gehen? Oha! Ja. Nee! Das ist ein bisschen komisch. Das verstehe ich nicht, Leute. Kann mir jemand das... Oder muss man das Klo vorschieben? Nee, das ist ja auch zum Abziehen. Das geht ja gar nicht. Wie soll man denn hier sitzen? Kann mir das mal einer erklären? Kann mir das einer erklären? Ah. Nee, das geht nicht. Da gehe ich lieber duschen. Das ist ja nicht wahr. Wollt mir verarschen? Nein, 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 nein. Oh, hier. Ist auf jeden Fall sehr viel Stauraum hier. Ha. So was aber auch. Ja, na, na. Na dann. Meine Lieben, ich verabschiede mich jetzt von dieser schönen Messe. Und wollte euch noch zeigen hier. Ich bin wie auf dem Campingplatz, Leute. Das ist voll cool. Das ist also jetzt gerade die Frühlingsmesse von MS Reisemobil in Münster. Morgen ist der 18., ne? Genau, der 18.3. Und da geht es weiter von 10 bis 17 Uhr hier. Könnt ihr euch das selber anschauen. Wenn ihr dann in der Nähe von Münster seid. Also ich war jetzt hier. Und ich bin sozusagen in Wohnmobilparadies gewesen. Guckt euch das an. Und das ist nur das... der Teil davon, wo ich überhaupt die ganze Zeit war. Denn da hinten stehen natürlich auch ganz viele. Also da, wenn ich da rüber gehe. Und in der Halle haben die auch ganz viele. Und da habe ich natürlich auch gefilmt und habe natürlich mein Wunschwohnmobil gefunden. Ne? Wie gesagt. Ich gehe jetzt nach Hause. Ist mir so kalt hier. Ehrlich. Ich friere mir die Finger ab. Deswegen wackelt es auch. Verkauft, alles verkauft. Da hinten stehen noch welche. Guckt euch das an. Da. Juhu, ich gehe jetzt nach Hause. Weil ich habe auch gar kein Filmmaterial mehr. Ich meine, keine Zeit mehr hier. Und hier. Verkauft. Tschüss.